Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Motorsport hier auf dem Pixelhängen-Kanal mit mir, dem Ray. In den letzten beiden Folgen waren wir in der MX-5 Challenge unterwegs und wie du siehst auch sehr erfolgreich. Und nun steht als nächstes im Builders Cup die deutsche Rivalität an. Das klingt ja schon mal sehr, sehr spannend und ich würde auch sagen, wir hören uns direkt mal an, was es dazu zu sagen gibt. Eine legendäre Rivalität zwischen deutschen Motorsportgiganten, die im Werk begann und sich heute in der Werkstatt und auf der Strecke fortsetzt. Die Konkurrenz befeuerte die Innovation und führte zur Entwicklung dreier atemberaubender Sportlimousinen. Dem BMW M3 mit seinem rennerprobten Handling, dem Audi S4 mit dem legendären Quattro-Antrieb und der mächtigen Mercedes-Benz C-Klasse mit AMG-Power unter der Haube. Der Leistungsunterschied zwischen diesen Wagen ist nicht groß. Der Sieg hängt davon ab, wie intelligent sie getuned sind und wie clever sie gefahren werden. Na, wenn das nicht mal eine Aufforderung ist an mich, ja? Klug tunen und klug fahren. Okay, es gibt tatsächlich auch nur diese drei zur Auswahl. Okay. Ja, ich glaube, da muss ich groß... Also ich weiß, ich habe mich schon mal, als quasi diese drei zur Auswahl standen, für BMW entschieden. Aber es tut mir leid, ich muss leider gegen die Audianer und auch gegen die AMG-Freunde gehen. Aber ganz ehrlich, bei der Auswahl und wenn es darum geht, auf der Rennstrecke unterwegs zu sein, dann geht halt der Weg am E46 M3 nicht vorbei. Und dementsprechend, ja, ist meine Wahl da halt einfach schon getroffen. Es tut mir leid. So. Aber vielleicht machen wir irgendwann nochmal einen Run, dann können wir uns sehr gerne auch mal für was anderes entscheiden. Ja, Auto ansehen haben wir eigentlich auch so nie gemacht, aber eigentlich könnten wir das auch mal machen, wenn wir schon Forza Vista Modus haben. Wir können nicht in den Motorraum schauen, schade. Und die Sitze sehen gerade ein bisschen komisch aus der Perspektive, oder? Extrem glänzig. Okay. Oh no, okay, das ist ein sehr, sehr schwitziges Leder quasi. Aber, oder? Ist übelst glänzig da drin. Okay, ich kann jetzt mich gar nicht groß bewegen auch. Schade. Ich hätte mich jetzt gern ein bisschen mehr umgesehen, aber... Okay, ja. Das Ding soll es aber sein auf jeden Fall. Und wir kaufen das gute Ding. Es gibt wieder verschiedene Farben. Ja. Blau hatten wir jetzt halt super oft schon auch bei einem Fahrzeug. Gute Frage, nächste Frage. Also ich hätte nicht mal was groß gegen das Silber einzuwenden. Das ist natürlich ein bisschen langweilig vielleicht, aber... Weißt du, blau wäre natürlich auch nice. Bin mir da noch nicht so sicher. Ach komm, wir nehmen ihn einfach hin. Es tut mir leid. Ah, gib dem Ray eine Auswahl und er hat ein Problem. Nee, wir nehmen das jetzt einfach in Silber. Komm, passt schon. Wir werden uns eh noch ein schönes Design dann suchen für die nächste Folge, so wie wir das jetzt in den letzten Folgen auch immer gehandhabt haben. Erstmal ein bisschen Serienoptik und danach kommt dann die Rennoptik. So, B600 ist die maximale Klasse. Wir sind, glaube ich, schon auch in der B-Klasse. Gleich auf Kyalami unterwegs. Wir gucken kurz mal, beim Leistungstuning, ob wir was machen können. Also klar ist, wir müssen auf jeden Fall sehr, sehr, sehr früh ins Handling investieren. Und ich würde sagen, wir gehen das natürlich erstmal mit den Bremsen, die wir verbauen können. Das machen wir auch. Und dann gucken wir mal, wie sich das Ding fährt. Ich denke, es wird auf jeden Fall ganz, 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 ganz anders sein, wie die Fahrzeuge, die wir zuletzt hatten. Aber wir nehmen natürlich diese Challenge ein weiteres Mal an. So, Kyalami, Südafrika, geile Strecke, geile Location. Müsste jetzt schon quasi gezählt haben, wie oft ich geil gesagt habe in der Folge, wahrscheinlich schon 10 Mal. Kyalami wurde 2015 umfassend saniert, einschließlich einer kompletten Erneuerung des Belags und zahlreicher Sicherheitsverbesserungen. Die Strecke entspricht damit den heutigen internationalen Standards. Wir dürfen also mit gutem Grip rechnen. Ja, tatsächlich könnte man Formel 1 Rennen darauf austragen. Also die Standards werden erfüllt. War nämlich auch schon im Gespräch, ob Kyalami zurückkommen soll. Sie sind ja früher hier Formel 1 gefahren. Ja, das ist ja
jetzt nichts oder wäre nichts Neues. Okay, mich für Blau entscheiden sollen. Silber ist halt einfach so langweilig, ne? Egal. Fliegen wir ein bisschen unterm Radar. So, fahren wir die ersten Meter mal gemeinsam. So, Ersteindruck ist ja auch immer ganz schön zu hören. Sichtfeld werde ich aber jetzt gleich hier schon mal direkt gemeinsam anpassen. Ich stelle es meistens immer zurück in den Folgen, wenn ein neues Auto kommt. Und dann passe ich es immer entsprechend an. Aber irgendwie habe ich es dann doch lieb gewonnen, ein bisschen näher ranzurücken mit einem bisschen niedrigen Field of View zu fahren. Ich glaube, 42 wäre jetzt ein bisschen zu niedrig. Ich mache mal 43. Das könnte vielleicht ganz gut passen. Ja, man sieht trotzdem noch einen kompletten Außenspiegel. Also, das soll da, glaube ich, easy sein. Ja, fühlt sich auf jeden Fall deutlich träger an als der MX-5. Aber sehr angenehm zu fahren jetzt auf den ersten Metern, würde ich sagen. Mal gucken, wenn wir jetzt so langsam ans Limit ranpushen, wie sich das dann so entwickelt. So, ich bremse hier mal. Okay, wenn wir ein bisschen später bremsen können. Wir haben ja auch entsprechende Bremsen. Aber ich finde, der fährt sich relativ angenehm. Natürlich sehr träge, was die Kurven angeht. Aber wie gesagt, wir sind jetzt natürlich durch den MX-5 auch ein bisschen deutlich mehr Grip im Verhältnis gewohnt. Aber ich finde, das ist schon mal eine sehr ordentliche Basis. Wir werden jetzt natürlich die Reifendrücke noch anpassen. Ich denke, das wird wieder viel helfen. Bin mir gerade noch nicht so sicher, ob ich ihn wirklich mehr Oversteery haben möchte oder ob mir das sogar so gefällt, dass er so ein bisschen eher Tendenz Understeery bzw. die Vorderachse einfach so ein bisschen schon am Limit ist. Man merkt schon, beim Anbremsen kommt er eher sogar auch leicht mit dem Heck, wenn man nicht aufpasst. Könnte vielleicht immer ein Fahrzeug sein, wo wir die Bremsbalance gar nicht nach hinten legen müssen. Vielleicht sogar eher nach vorne legen, damit, wenn man anbremst, einfach mehr Gewicht auf die Vorderachse kommt. Der fährt sich schon ganz ordentlich. Also mir macht er auf Anhieb echt gut Spaß, muss ich sagen. Wie gesagt, kein Kurvenräuber, aber alles andere als jetzt eine Zicke oder so. Also fährt sich sehr angenehm. Hätte damit jetzt ein bisschen zickigeren Fahrverhalten gerechnet. Gucken wir mal, erste Runde. Wie weit wir von der Zielzeit weg sind. Also 2 Sekunden. Nein, nicht mal, 1,5. Das passt für den ersten Durchlauf. Gut, dann würde ich aber sagen, um da direkt ein bisschen in die Action zu gehen, machen wir nochmal ganz schnell eine volle Kapelle mit meiner schnellsten Trainingsrunde. Und dann hören wir uns gleich wieder mit dem Start des Rennens. We'll be right back.
Na, da war ich wieder fleißig und habe zwei volle Trainings reingezimmert und trotzdem keine freie, saubere, schöne Runde hinbekommen. Entweder hatte ich immer Verkehr oder der Olle Ray hat es einfach nicht hinbekommen, bei freier Fahrt eine, ja, nahezu gute, saubere Runde hinzusetzen. Aber trotzdem war die Zeit, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ja, ganz kurz zum Setup. Ja, mein erster Eindruck war gar nicht so falsch, denn die standardmäßige Bremsbalance bei den Sportbremsen war tatsächlich auf 40% beim Heck. Ja, dementsprechend war der natürlich ein bisschen zickig. Ich hab's mal probiert mit 48%, 49%, also immer noch ein bisschen am Heck, aber der mag das eigentlich sehr ausgewogen, deswegen 50% Verteilung, ein bisschen weniger Bremskraft, einfach, dass man es ein bisschen besser dosieren kann. Ich habe sogar mit noch weniger experimentiert. In der Hochrechnung links wäre der Wert dann tatsächlich auch niedriger, aber der Wert links, ich habe es schon mal gesagt, man kann es als Orientierung nutzen, man sollte sich darauf aber nicht versteifen, zumal beim Bremsweg das auch immer auf 0 km/h ist. Auf 0 bremsen war aber in der Regel nie. Dementsprechend das auch immer mit Vorsicht zu genießen. 95% ist ein ganz guter Sweet Spot, zumindest mal für mich persönlich. Da ist auch jeder ja auch immer ein bisschen anders, wie er auf der Bremse unterwegs ist. Ansonsten gibt es groß nicht viel zu sagen. Fahrzeug fährt sich super, Fahrzeug fährt sich geil. Wie gesagt, jetzt muss der Fahrer es halt nur noch irgendwie zusammenbekommen. Aber ich denke, die Zeit war trotzdem ganz okay und ein bisschen Rennaction auf der gezeigten Runde war ja auch zu sehen. Von dem her schadet es nicht. Ich gebe das Ganze mal frei. Reifendrücke sind natürlich auch angepasst. Die waren viel zu hoch in der Serie. Da waren wir bei 2,6, 2,7 Basiseinstellungen. Also das ist irgendwie logisch gewesen, dass da irgendwo das nicht ganz passen kann. So habe ich allein nur durch Bremsbalanceänderung, durch Reifendruckänderung schon direkt eine Sekunde gefunden auf der Strecke. Also von dem her lohnt es sich schon auch bei nahezu Stockfahrzeugen die paar wenigen Dinge, die man anpassen kann, auch wirklich anzupassen. So, dann gut für Handling, würde ich sagen, kann man schon sagen. Und dann geht's rein in die Rennen. So, eins zurück zum Rennen. Dann gucken wir mal auf die Zeiten. Genau, ihr habt gemeint, wenn die Zeiten auf einmal plötzlich deutlich schneller geworden sind hier, dann soll ich einmal den Schwierigkeitsgrad tatsächlich resetten. Aha. Und mal gucken, ob das jetzt wirklich so ist. Nö, dann ist er trotzdem so. Okay, das ist irgendwie komisch, weil im Training sind sie ganz offensichtlich nicht diese Zeiten gefahren. Sei es drum, wir hätten trotzdem damit die zweitschnellste Zeit und wie gesagt, da war ja noch Potenzial drin. Ich würde sagen, wir positionieren uns jetzt einfach mal so, dass es noch reicht für ein Top-3-Ergebnis. Hier, okay, Platz 15, damit kann ich leben, damit starten wir rein und dann schauen wir einfach mal. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Runden wir fahren, da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Aber ich sehe auf jeden Fall schon ein paar mit richtig cooler Race-Lackierung, da müssen wir auf jeden Fall nachlegen, dann in der nächsten Folge. Wir sind jetzt aber erstmal mit einem langweiligen Grau unterwegs. Ja, ein bisschen abtanken können wir, auch wenn das jetzt nicht groß viel ausmacht, aber unnötigen Ballast müssen wir ja auch nicht mitschleppen. Deswegen jetzt rein da. Ins erste Rennen dieser deutschen Rivalenserie. Mal gucken wir doch mal, wer hier, welche Marke hier am Ende die Nominierende ist. Most Wanted-Lackierung da vorne darf natürlich auch nicht fehlen. Ich dive hier mal ein bisschen rein, aber ich glaube, wir müssen nicht komplett durchziehen. Das pinke Wunder ist auch mit dabei. Da vorne sogar nochmal. Ja, kommen die ja jetzt noch in die Pushen, oder? Sehr, aua. Sehr gut. Ja, 5 Runden sogar, okay. Das ist eine ordentliche Distanz. Mercedes ist hier am Bummeln. Ja, ich wollte es jetzt halt noch nicht außen probieren. Vor allem, wenn er dann so einen Move nach außen zieht. Weil was ich nicht will in dem Rennen ist, abgeschossen werden und irgendwie neben der Strecke landen. Das kostet uns viel zu viel Zeit. Dann warte ich lieber ganz kurz. Oder warte. Ja. Warte auf den Fehler des anderen und genau jetzt ist das passiert, was ich nicht wollte. Und das nur, weil der vor uns einfach nicht sein Fahrzeug beherrscht.
Puh, okay, das wird jetzt nochmal anstrengend. Der da vorne ist ein Fahrzeug höher gelegt, der liegt irgendwie so hoch raus, ja. Der M3 vor uns. Offroad-Kit unterwegs. Nein! Och man, ich hab, ohne Witz, ich hab irgendwie ein Problem an meinem Kontrolle. Oh, jetzt habe ich Glück gehabt, dass ich keinen Motorschaden bekommen habe. Ich hab irgendwie ab und zu das Problem, dass mein... Oh, was machen die denn? Dass mein Controller manchmal beim Runterschalten zweimal runterschaltet. Und das ist natürlich richtig scheiße, wenn du Schaden anhast. Also ich weiß nicht, ob da mein neuer Controller eigentlich, der ist ja noch nicht so lange im Einsatz, echt schon einen Schuss hat. Das ist mir jetzt schon echt ein paar Mal passiert in den Trainings. Im Rennen Gott sei Dank noch nie, aber jetzt ist es auch gerade eben mal passiert, weil ich habe safe nicht zweimal runtergeschalten. Das ist irgendwie schon was locker oder so. Das war jetzt natürlich eine ziemlich undankbare Runde. Gucken wir mal, was wir da noch retten können. Natürlich ziehen die da vorne schon auf und davon. Aber aufs Podium will ich eigentlich schon kommen. Wie gesagt, jetzt Glück gehabt, dass es nicht so wild war und wir jetzt keinen Motorschaden bekommen haben dadurch. Das hat jetzt halt... Ich hab's noch gechinkst, ne? Sagt, das darf nicht passieren, dass wir ins Ausgeschossen werden. Und dann macht es einfach. Jetzt müssen wir erstmal wieder die Lücke wieder zufahren. Das wird jetzt schwer genug werden. Aber hey, sowas musste auch mal passieren. Ich meine, bis jetzt liefen die Rennen in der Regel immer sehr, 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 sehr gut. Jetzt gucken wir mal. Ich denke, wenn ich jetzt fehlerfrei bleibe, dann kriegen wir schon noch ein, zwei Positionen hin. Mehr wird wahrscheinlich schwierig. Die fahren ja trotzdem eine ganz ordentliche Pace und ne, das muss man auch erstmal zufahren. Ich meine, der erste ist 11 Sekunden weg. Never ever fahre ich das zu. Es hätte alles geklappt, wenn die Startphase ein bisschen besser gelaufen wäre, dann wären wir da auch weiter vorne. Aber gut. Jetzt gucken wir mal. Riskiert da ein bisschen enger zuzuziehen. Das ist mir herzlich egal. So, ist der vor mir nicht derjenige, der mich ins Ausgeschickt hat, oder war das jemand ganz anderes? Keine Ahnung. Es war auf jeden Fall Mercedes. Okay, das war jetzt zu weit außen. Ich dachte, ich kann von weiter außen ein bisschen mehr Schwung da reinholen, aber das war dann noch nicht so schlau. So, jetzt hänge ich hier hinten ein bisschen fest. Zieht zu.
Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Also wenn es derselbe war, dann Doppelbu. So, gucken wir mal, ob wir unseren M3-Kollegen hier kassieren können. Denke mal schon. Also Spaß zu fahren macht das Ding, muss man ganz klar sagen. Ich sag gerade ein bisschen jetzt was am Tuning angepasst und das Ding geht echt gut ab. Aber ja klar, die da vorne sind jetzt leider dadurch auf und davon. Aber hey, manchmal gewinnt man, manchmal verliert man. Alles gut. Jetzt gucken wir mal, was wir noch die letzten anderthalb Runden hinbekommen. Vielleicht kriegen wir ja den vierten noch. Fahren. Ja, das war jetzt ein bisschen zu wenig gebremst. Dachte, ich krieg's mit ein bisschen weniger Bremsen auch rum, aber nicht geklappt. Ja, mal gucken, ob wir den Audi noch bekommen. Also schneller sind wir, glaube ich. Wir fliegen da schon ran, ne? Also wir sind auch schneller als der Führende. Aber halt der Abstand ist leider schon zu groß. Weil, wie wir hören, leider schon letzte Runde. Lassen wir ihn da hinten verhungern. Immerhin den vierten Platz noch gerettet. Ja, ich denke, ohne den Zwischenfall, wenn ich ein bisschen besser durchgekommen wäre am Start, hätte ich da schon auf jeden Fall ums Podium mitkämpfen können. Aber hey, alles gut. So, gehen wir mal nicht mit einem Punktevorsprung in die Meisterschaft, sondern müssen direkt schon mal im zweiten Rennen dann gucken, dass wir vielleicht ein bisschen aufholen können. Aber ich hoffe, das Rennen war trotzdem unterhaltsam. Ich denke, ein bisschen Action war auf jeden Fall gegeben. Und das ist ja auch dann nicht schlecht. Wie gesagt, so ist ja auch direkt schon mal ein bisschen Spannung in der Meisterschaft drin. Naja, nochmal zwei Runden mehr, dann wäre ich zumindest mal rangekommen, würde ich behaupten. Aber so gibt es kein Podium zum Auftakt für uns. Aber eine Menge neuer Farben auf dem Lack. So viel kann man schon mal sagen. Wobei der Mercedes auch eher schwarz-grau war. Aber sei es drum. Ja gut, von der Rundenzeit müssen wir nicht drüber reden. Mit einer 246. Ich bin die ja, glaube ich, sogar zweimal fast gefahren. Klar. Aber hey, cool. Dann gehen wir jetzt mit knapp 7 Punkte Rückstand in diese Meisterschaft. Alles in Ordnung. Auf jeden Fall eine absolute BMW-Dominanz hier in Kyalami. Mal schauen, wo es zur zweiten Strecke geht. Ich würde sagen, wir springen aber erstmal gemeinsam nochmal ins Tuning. Ich würde sagen, für den nächsten Kurs bereiten wir nochmal so ein bisschen was vor. Ich denke, wir haben jetzt mit Stufe, ich glaube 12 oder 13,
was ich durch die zwei Trainings jetzt mittlerweile bin, können wir auf jeden Fall auf die B600-Klasse oder zumindest mal in die Richtung aufbauen. So, im Tuning-Menü angekommen, kann ich auch schon mal verraten. Nächste Strecke wird Nürburgring Grand Prix sein. Sind wir auch noch nicht gefahren. Bis jetzt ja immer die Kurzvariante. Bin ich auch mal sehr gespannt. Und das passt ja auch sehr, sehr gut zu dieser Meisterschaft. Leider Nürburgring Grand Prix aktuell, oder ja, halt die Grand Prix-Umgebung, aktuell die einzige deutsche Strecke. Ich hoffe, dass, also Nordschleife ist ja schon bestätigt, kommt im Frühjahr nächsten Jahres. Aber ich hoffe halt auch, dass sowas wie Hockenheim natürlich nachkommt. Hatten wir ja auch schon mal in den Forza Motorsport teilen. So, ich habe schon gesagt, wir müssen auf jeden Fall was in puncto, ja, Querdynamik, sage ich jetzt einfach mal, machen. Das heißt, wir gehen auf jeden Fall bei der Reifenmischung, guck mal, der hat sogar nur Serienmischung, es gibt sogar Straßenmischung. Und ich würde sagen, wir investieren gleich in die Sport. Also das sind nur 300, nur in Anführungsstrichen 300 Punkte, aber die nehmen wir auf jeden Fall. Der springt zu Rennen, ist schon krasser, ne? Hier 700.000 sind noch 300 Punkte Differenz zu den beiden. Ich glaube, das machen wir. Machen jetzt auch keine breiteren Reifen oder so. Ich würde auch sagen, Fahrwerk machen wir direkt auf Rennfahrwerk. Stabis, ja, ist schon toll. Ja, wobei es sind 300, aber dann haben wir nichts mehr. Ich bin halt nicht sicher, ob wir wirklich, also die Problem ist, die Konkurrenz könnte halt schon leistungstechnisch nachsetzen. Aber andererseits, wenn wir deutlich schneller durch die Kurven kommen, könnten natürlich schon mit Gewichtsreduktion arbeiten. Das würde natürlich auch ein bisschen was bringen. Akku ist auch 300 Punkte. Bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, wir gehen mal schon mit den Stabis. Dann haben wir jetzt immer noch 250 Punkte über. Und dann würde ich sagen, gehen wir hier. Naja, wie gesagt, Reifenbreite machen wir jetzt nicht. Das können wir uns vielleicht fürs nächste Mal. Würde ich sagen, gehen wir hier noch vielleicht mit der Abgasanlage. Sonst, warte mal, hier, irgendwas hat doch nur 50 Punkte gekostet. Leider nicht. Nicht bei diesem Fahrzeug. Ja, die Dinger kosten halt Schwungscheibe. Schwungscheibe könnte man sich beim BMW mal überlegen, tatsächlich zu machen. Getriebe ist natürlich auch noch Sache. Wobei das Getriebe war gar nicht schlecht. Differential. Aber Differ eigentlich auch okay. Also ich glaube nicht, dass wir hier jetzt den absoluten Mehrwert haben. Was bringt uns die Kupplung denn? 100 Punkte kostet die uns. Okay. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen mal mit der Sportabgasanlage, dass wir auch ein bisschen noch an die Leistung denken. Und dann die 50 restlichen Punkte mit der Schwungscheibe. Probieren wir es aber mal. Ich kann es schlecht einschätzen. Einerseits, Grand Prix-Strecke Nürburgring ist Power schon nicht unwichtig. Aber Handling ist natürlich auch nicht unwichtig, ne? Darf man auch nicht vergessen. Egal, ich glaube, wir gucken mal. Ansonsten kann man ja auch übers Feintuning einiges, glaube ich, einstellen. Deswegen würde ich jetzt einfach sagen, an der Stelle, wir springen direkt rein in die Strecke, in die schnelle Runde. Und dann werde ich auch dann einfach berichten, was es tuningtechnisch oder zum Setup zu berichten gibt.
Das sah doch schon mal ganz schön gut aus. Ich fühle mich auf jeden Fall auf der Grand Prix-Strecke wohl doch ein bisschen wohler als auf der nationalen Strecke. Wobei ich natürlich das letzte Mal, als ich hier war, sehr viele Runden reingedreht habe. So hat sich doch vielleicht das ganze Training auch hier so ein bisschen ausgezahlt. Ja, zum Setup natürlich. Wir haben viele Teile verbaut, wo wir was einstellen können. Das habe ich auch getan. Reifendrücke natürlich wieder erneut angepasst. Ansonsten Radschutz und so weiter. Wobei das schon relativ gut eingestellt war. Tatsächlich auch der Nachlauf war schon entsprechend auch sehr, sehr hoch. Und das braucht das Fahrzeug einfach auch irgendwo. Spur habe ich ein bisschen aggressiver ausgelegt. Stabis genauso. Die waren eher vorne hart, hinten weich. Ich habe es jetzt so gemacht, dass er sich ein bisschen mehr in die Kurven reindreht. Er bleibt aber trotzdem relativ stabil, weil das Fahrzeug einfach super ausgewogen ist. Ich meine, sogar vom Rake her habe ich ihn nochmals vorne tiefer als hinten im Verhältnis. Aber natürlich insgesamt ihn natürlich jetzt auch tiefer gelegt durch das entsprechende Rennfahrwerk, dadurch den Schwerpunkt auch gesenkt. Federrade ist tatsächlich deutlich härter, wenn man frisch die Rennfedern verbaut. Ist aber trotzdem jetzt nicht das Weicheste, was wir bis jetzt gesehen haben. Ich glaube, das ist eine ganz gute Mischung zwischen Aggressivität, Spritzigkeit und trotzdem jetzt nicht zu hart eingestellt. Auch hier sehr ausgewogen. Also wie gesagt, der M3 funktioniert einfach sehr, 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 sehr gut. Ja, hier bin ich jetzt Bremsdruck wieder ein bisschen nach oben gegangen. Braucht er einfach auch. Wir haben jetzt bessere Reifen. Wir können einfach besser bremsen und dann brauchen wir auch diesen mehr Bremsdruck, um einfach auch die auf den Asphalt zu bringen. Ich denke, mit den Rennreifen, mit den Slicks, können wir dann sogar den Bremsdruck sogar auf über 100% erhöhen oder auf jeden Fall auf 100%. Ja, was ihm auf jeden Fall fehlt, das habe ich gemerkt jetzt in der Runde, um einfach da nochmal ein bisschen mehr Stabilität reinzubringen, wäre natürlich jetzt nochmal ein einstellbares Diff. Ich glaube, das würde nochmal ganz gut helfen. Aber im Großen und Ganzen bin ich sehr happy, fährt sich sehr sportlich und jetzt noch nicht Rennwagenniveau, aber sehr, sehr sportlich auf jeden Fall. Das Ganze gebe ich natürlich euch auch wieder frei. Könnt ihr gerne selber testen. Ich glaube, damit kommt man sehr, sehr gut klar. Sehr, sehr ausgewogenes Fahrzeug. Muss halt aufpassen, Bremspunkte, Einlenkpunkte, die muss man natürlich treffen. Sonst bist du aber mit jedem Fahrzeug irgendwo neben der Strecke. Und das ist auch das, auf was es jetzt gleich für mich ankommt. Selbstverständlich. So, man sieht es auch von der Gewichtsverteilung, ne? Habt ihr gerade gesehen, 50er Gewichtsverteilung. Das ist halt Wahnsinn. Das Fahrzeug ist sehr ausgewogen. Sehr geil. Macht super viel Spaß zu fahren. So. Und damit geht es jetzt auch ins Rennen. Ich glaube, mit der Veranstaltung hieß es, ja genau, es ist ein bisschen nasser Asphalt jetzt, also wir werden ein bisschen weniger, wir sehen sogar, der Regen fängt an. Also wir werden ein bisschen weniger Grip haben jetzt gleich im Rennen. Bin ich mal gespannt, aber die Konkurrenz muss natürlich damit auch klarkommen. So, wir gucken mal auf die Zeiten. Also habe ich auf jeden Fall überflogen. Ich würde auch behaupten, in der Runde, da lagen auf jeden Fall nochmal 2-3 Zehntel definitiv drin. Aber gut, das liegt ja eigentlich irgendwo auch immer. Habe diesmal jetzt kein Training neu gestartet, also das ging tatsächlich alles in einem Durchlauf. Ja, ich würde sagen, ich gehe mal so weit zurück wieder und ich weiß, es könnte jetzt wie in Kyalami richtig nach hinten losgehen, aber ich gehe so weit zurück, wie das Spiel sagt, dass ich Erster werden kann. Nicht Podium, sondern Erster werden. Und ich sehe gerade Schwierigkeiten regeln, ist jetzt diesmal wieder höher. Okay, ich verstehe echt nicht, wie die Balance ist, weil letzte Folge habe ich noch gesagt, daran kann man ja erkennen, was für ein Schwierigkeitsgrad ich habe, weil ja immer manche Leute nicht wissen oder mir nicht glauben, dass ich hier auf dem höchsten bin, blablub. Aber ja, gut. Dann kann man das da nicht sehen, ist mir aber auch egal am Ende des Tages, ob ihr mir glaubt oder nicht. Am Ende des Tages muss ich ja den Spaß irgendwo haben und ihr sollt natürlich auch euren Spaß haben, wenn ihr bei diesen Rennen zuschaut. So, ich bin sehr gespannt, ob der Regen dann auch ein bisschen mehr wird, typisches Eifelwetter oder nicht. Wir gehen auf jeden Fall, also Sprit könnte ich noch ein bisschen abtanken, so viel brauchen wir dann doch nicht. So, machen wir so 30%, ist ein guter Wert. Rein da ins Rennen. Und dir viel Spaß. Ja, und immer, das möchte ich auch nochmal sagen, immer, immer gerne Feedback geben zu den Folgen, wenn euch irgendwas auffällt, was nicht gefällt, was viele auch immer geschrieben haben, dass ab und zu Tonaussetzer sind im Mikrofon. Das ist bekannt, das ist einfach irgendwie ein Problem, dass wenn ich diese Windows-Spiele auf PC aufnehme, hat mein PC aktuell Probleme. Das gleiche gibt es auch bei Forza Horizon 5. Ich hoffe, man kann es trotzdem verstehen, wenn ab und zu für eine Millisekunde das Mikrofon aussetzt. Aber da kann ich aktuell leider keinen Fix irgendwie anbieten. Es wird auf jeden Fall ein neues Mischpult kommen, ein neues Mikrofon kommen. Und vielleicht erledigt das schon das Problem. Wenn es weiterhin aber bestehen bleibt, dann muss ich vielleicht auch mal Windows komplett neu aufsetzen. Vielleicht erledigt das auch das Problem, ich weiß es nicht. Aber mal gucken, aktuell leider nicht lösbar. Habt ihr schon alles probiert, hat nichts funktioniert. Aua, aua. Aber ansonsten natürlich auch zum Video. Was jetzt vorgeschlagen wurde, ist, dass ich vielleicht die Rennen in Kapitel unterteile
also die Kapitelfunktion von YouTube nutze. Wenn ich dran denke, werde ich das auch tun. Falls ihr dann mal irgendwie noch schneller zu einem Rennen vorspringen möchtet oder so. Die Option besteht ja. Also aktuell auf jeden Fall Strecke, würde ich sagen, nicht viel weniger Grip als gerade eben im Training. Aber wahrscheinlich kommt der Regen jetzt gleich noch. So. Gucken wir mal, ob wir da irgendwie gut durchs Schumacher-S kommen. Sorry für den Stupser. Ja, also der Stupser hat ihn jetzt aber nicht so neben die Spur gebracht, hoffe ich. Ah, guck mal, kaum wird man nicht abgeschossen. Schon läuft der Hase. Es ist halt wahnsinnig, wie präzise der auch fährt. Also, ne, es ist, macht super Spaß zu fahren. Wenn man ein bisschen mehr pusht, dann kommt er aus Heck, dann kann man damit spielen. Aber wenn man einfach nur präzise fahren möchte, dann kann man auch damit präzise fahren. Das macht schon gut Laune hier. Sicht, bisschen die Curbs mitnehmen natürlich. Ich denke mal, wir haben jetzt gute Chancen, hier wirklich um Platz 1 zu kämpfen. Aber jetzt gucken wir mal. 4 Runden sind es noch, ist eine schöne Distanz. Und wenn der Regen kommt, muss ich sowieso aufpassen, weil ich jetzt da die Bremspunkte nicht weiß. Aber im gegebenen Fall einfach ein paar Meter vorher bremsen, dann passt es schon. So, gucken wir mal auf die Abstände. 1,8, 2,8. Gucken wir mal, ob wir da ein bisschen aufholen. Also vom Gefühl her würde ich jetzt sogar sagen, der Grip hat sogar eher zugenommen. Ich meine, es wird ja auch simuliert, dass mehr Abrieb auf die Strecke kommt. Das war ein bisschen zu spät. Und jetzt blockierende Bremsen, das war schlecht. Komm, Ray. Konzentration. Direkt schon mal eine Sekunde verloren auf die Leute. Krass, ne? Deswegen, so ein kleiner Fehler kann schon den Unterschied machen. Ich will das Ding gewinnen. Wir haben die Pace. Let's go. Es werden attackiert. Ist ja regelkonform hier. Näher rangekommen, trotzdem. Trotz des Fahrfehlers. Also den abstellen, dann haben wir gute Chancen. Salah. Wir müssen ein bisschen mehr Schwung mitnehmen können. Aus der Mercedes-Benz Arena raus. Macht aber Spaß. Es ist, also ich kann es nur immer wieder sagen, das Spiel hat so viele
Fehlerchen noch, so viele Sachen, die fehlen an Features und alles. Das beschönige ich nicht. Ich will es immer wieder auch betonen. Aber eins macht halt Spaß, das Fahren. Das Fahren an sich. Und das ist für mich halt am Ende des Tages immer das Wichtigste. Und deswegen mache ich diese Let's Plays auch mit großer Freude. Natürlich wäre das jetzt halt geil, wenn man noch gegen die KI geile Fights hätte. Aber ab und zu hat man die ja auch, ne? Ist ja nicht so, dass es gar nicht existiert, aber ja. Leider viel zu selten, weil es in vielen Aktionen einfach dumm ist. Man muss es so sagen. Wobei, da war sie jetzt nicht dumm. Doch, sie war dumm. Wollte gerade sagen, ja, schön die Linie neben mir gehalten, nicht in mich reingezogen. Und, aber ja, gut, und dann landet er im Kiesbeet. Dann hat er zu viel Respekt, Abstand jetzt gehabt. Aber schon sexy, ne? So ein C32 mit dem Forza-Flügel. So hätten sie das damals anbieten müssen. Direkt bei deinem Mercedes-Händler deines Vertrauens, dann hätte sich das Ding verkauft natürlich wie warme Semmel. Nicht. Ja, jetzt wird's eng hier, aber das kriegen wir hin. Wir haben die Führung. Sehr, sehr schön. Vorsicht. AstroTurf, wenig Grip. Also ich würde behaupten, ich habe mit meiner Fahrzeugwahl eindeutig alles richtig gemacht. Einfach geiles Fahrzeug und es fährt sich super. Macht echt Spaß zu fahren. Aber auch hier natürlich wieder die Frage, auch wenn sie jetzt ein bisschen später heute kommt, was habt ihr denn in der Serie, wenn ihr sie gefahren seid, für ein Fahrzeug gewählt und wie habt ihr den Aufbau gemacht? Wie kamt ihr damit zurecht? Vielleicht auch hier den E46, vielleicht habt ihr noch weniger Probleme wie ich oder vielleicht mehr Probleme, wie auch immer. Wobei, Probleme habe ich ja eigentlich nicht damit. Das einzige Problem, was ich hatte, ist, dass mich Mercedes abgeschossen hat. In Kialami, aber sonst. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, mal gucken. Vielleicht werde ich nächste Folge, das erste Rennen, dann auch wieder genau mit dem Setup fahren, so wie ich es jetzt auch schon öfters gemacht habe. Und dann erst beim zweiten Rennen in der nächsten Folge, also beim vierten Saisonlauf. Der dritte Gang war jetzt ein bisschen schlecht. Ja, also sind wir jetzt ein bisschen untertourig. Dann das nächste Tuning anstoßen. Gucken wir einfach mal. Ja, im Potenzial ist hier noch eine Menge drin. Müssen wir nicht drüber reden. Auf jeden Fall geht's jetzt rein in die letzte Runde. Letzte Runde, du schaffst das. Und an der Stelle kann man auch schon mal sagen, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass uns sehr, sehr gerne ein Däumchen nach oben da. Würde ich mich sehr darüber freuen. Gerne, wie schon angesagt, Feedback in die Kommentare. Aber muss nicht nur Kritik sein, kann auch Lob sein, wenn du sagst, jawohl, ey, das ist gerade aktuell mein Nachmittagsunterhaltungsprogramm auf YouTube. Gerne weiter so. Dann lass mich das doch gerne wissen. Aber wie gesagt, Verbesserungsvorschläge auch immer sehr gern willkommen. Ist ja noch ein junges Let's Play hier auf dem Kanal. Da kann man sich ja auch ein bisschen entwickeln. Letztens meinte einer, ich laber zu viel. Da habe ich nur gemeint, ja gut, ist halt auch ein Let's Play, da labert man halt. Dann habe ich aber mal ausgerechnet, wie viel denn reines Labern war und wie viel Labern mit Gameplay war. Und dann kam am Ende raus, dass das gar nicht so viel reines Labern, also quasi Labern ohne Sinn und Verstand war. Von dem her dachte ich dann, ja gut, dann ist es jetzt seine Ansicht. Kann ich aber nicht ganz so einhergehen, weil es gibt durchaus mal Fälle, wo ich mich echt ins absolute Labern verstricke und irgendwie gar nicht Progress mache. Weder
erzähle ich was Wichtiges noch. Noch geht's voran in der Folge. Das kann schon mal gern passieren. Aber das war in der gegebenen Folge eigentlich nicht der Fall. Und ich denke auch heute nicht. Und habe ich schon mal erzählt, wie geil dieses Fahrzeug sich fährt. Ja, es macht echt Spaß. Es macht echt Spaß. So, die letzten Meter. Auf den Überkring. Das war jetzt ein bisschen zu spät. Und das war ein Cut. Ja, das wollte ich halt über einen Cut retten. Und da hole ich mir noch die Strafe am Ende. Aber was soll's. Das ist jetzt auch nicht weiter schlimm. Vorsprung ist gerade so ausreichend. Sehr schön. Damit holen wir dann den wohlverdienten ersten Sieg in dieser Serie. So kann es dann weitergehen. Das war eine gute Leistung. Dankeschön. Und damit übernehmen wir auch die Führung im Gesamtranking. Aber wir haben, wie gesagt, noch 3 Rennen ausstehen. Damit geht's dann in der nächsten Folge weiter. Würde ich mich freuen, wenn du auch wieder einschaltest. Ich bin raus an dieser Stelle. Mach's gut und bis dann. Ciao.